Willkommen zurück, meine Lieben, bei Panzerkorps. Wir sind in der Mission Simferopol. Also wir gehen langsam in Richtung Sevastopol. Wie das bereits im Debriefing von der letzten Mission angemerkt wurde. Und ich glaube, Sevastopol war eine, also historisch gesehen, eine der wenigen Schlachten, wo tatsächlich ein schwerer Gustav eingesetzt wurde. Wenn ich mich nicht täusche, lesen wir uns mal die Beschreibung durch. No time for pleasantries today, Herr General. We must get right to the business. Before Fall Blau can begin, High Command has ordered that the Crimean Peninsula and the vital Black Sea's port of Sevastopol be secured. While Soviet amphibious operations have retaken parts of the peninsula during the past few months, we are confident that you will be able to complete your tasks well in advance of Fall Blau, beginning at the end of this month. Your mission is to secure all approaches to Sevastopol by seizing at least 4 objectives. Accomplishing this will effectively cut off Sevastopol from the land, sea and air. If at all possible, however, you should strive to secure all of your objectives and to protect the siege artillery units Karl and Gustav. If you manage to fulfill all these objectives, High Command may allow you the prestigious task of assaulting Sevastopol directly. Also mindestens 4 Objectives, am besten alle, und Karl und Gustav müssen surviven, also die beiden hier. Ja, ich denke mal, die sollten eigentlich nicht sterben. 2 haben wir bereits. Theoretisch müssen wir nur die 2 mit einnehmen. Wir haben nur 10 Runden Zeit. Ich denke, das ist hier so das Schwierige an dieser Mission, dass wir nur 10 Runden Zeit haben. Wir brauchen schnelle Runden. Wir müssen hier ein bisschen Blitzkrieg fahren. Wir probieren es zumindest. Aber zuallererst müssen wir unsere Einheiten wieder hochbringen. Die letzte Mission lief soweit ganz gut, fand ich. Den hier können wir verkaufen. Den brauchen wir nicht. Will ich dem ein Leap Replacement geben? Ich weiß es noch nicht, ob der jetzt zum Einsatz kommt. Ich glaube, hier sollten wir wahrscheinlich unsere besten Leute mitnehmen. Ja, die letzte Mission lief echt ganz gut. Wie viel XP hast du gehabt? 43, du gehst auf 36 runter. Elite Replacement würde halt einfach 1000 kosten für 2. Das ist ziemlich heftig. So, du kriegst auch noch plus 1. Ich weiß nicht, wie viele Fighter wir brauchen jetzt in dieser Mission. Es wurde nicht viel im Briefing gesagt über gegnerische Truppenstärke. Heißt wohl, wir müssen uns auf schlimmste gefasst machen. Also, terrain-technisch. Es sieht alles relativ flach aus. Das heißt, die Kartschützen müssten gut durchkommen. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Also wir werden einmal Kartschützen haben, die hier runtergehen. Einmal Kartschützen haben, die hier runtergehen, auf der linken Seite. Und einmal eine Gruppe, die dann durch die Mitte geht. Ich hoffe, dass das klappt. Wir haben hier eine neue Infanterie bekommen. Außerdem gab es Upgrades für die Anti-Tanks. Da gibt es neu diesen hier. Der hat zwar ganz gute Stats, das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass er so langsam ist. 4 ist zu wenig, deswegen denke ich, plus wir zahlen vollen Preis und 800 ist schon sehr viel. Der ist für eine Verteidigungsmission wahrscheinlich ganz cool, aber in dieser Mission bringt der nichts. Wir haben auch Upgrades für die Tanks. Das ist allerdings hier dieser Panzer 4G. Ich habe aber irgendwie so das dumpfe Gefühl, irgendwann müssen wir wohl alle Panzer 3 auf Panzer 4 upgraden. Und dafür müssen wir jeweils so oder so den vollen Preis zahlen. Ich denke, ob wir das jetzt machen oder später machen, spielt nicht so eine Rolle. Das ist ein relativer No-Brainer. Und ich denke, wir upgraden auch die. Weißt du, wir haben nicht mehr unterschiedliche Panzer, sondern
sind alle dieselben. Ich hoffe, das macht Sinn. So, dann stellen wir uns auf. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wo wir mit den stärksten Widerstand rechnen müssen. Ist echt schwierig zu sagen. Da, dann ihr noch da. Scout packe ich hier drüben hin. Die Kommandoeinheit könnte ich hier vorrücken. Wobei, vielleicht nehme dann... Oh, der hat plus 1 Movement. Aber der hat auch relativ viel Movement. Ich schicke den hier drüben hin. Und du da. Das ist jetzt die Frage. Ich denke, wir hauen da die Kommandoeinheit hin. Du hast 3. Ich denke, wir packen dich hier hin, dann gehst du darauf. Die kümmern sich um das Feld. So, wir nehmen natürlich unseren eigenen Gustav mit. So viel steht fest. Der kann eigentlich weiter hinten hin. Warum ein Gustav, wenn man auch zwei... Was ist die Mehrzahl von Gustav? Gustave? Gustavus? Gustave? Oh Gott, nee, ich mach's immer schlimmer. Ich denke, wir nehmen hier unsere besten Leute mit. Mit unter anderem... Mit unter anderem die besten Leute. Du hast 3. Das ist ein Hügel, da kommst du drüber. Okay, packen wir dich dahin. Artillerie. Ja, ich denke mal, wir werden viel Artillerie brauchen. Einmal eine für diese Seite. Einmal eine für diese Seite. Dann... Packen wir die dahin. Die da. Du kannst etwas hinten hingehen. Und ja, wir machen das irgendwie so. Anti-Tanks. Einmal mittig. Einmal hier drüben. Und jetzt schauen wir mal noch wegen den Flugzeugen. Ich würde ganz gerne... einiges an Flugzeugen haben. Platzieren wir zuerst die Bomber. 1, 2, 3. Nein, Moment. So. Dann die Mixbomber. Dann Fighter. Wir bringen allem, denke ich mal. So, plus die Level Bomber. Okay, zwei Einheiten mehr. Plus die ist, glaube ich, gratis. Das Coole bei denen ist, die haben einen Movement von 4. Was relativ hoch ist. Ich bin mir gerade am Überlegen, warte mal. Wir ändern das. Du gehst dahin, du gehst dahin. So, plus 2 mehr Einheiten. Ja, dich weit hinten hin zu packen, denke ich mal, macht nicht so viel Sinn. Ich glaube, du bist zu langsam für diese Mission. Wir machen das so. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir... Warte mal, warum zur Hölle hast du nur 10? So. Da habe ich einen Fehler gemacht. Oh, weil ich die geupgradet habe. Damn it. Da haben sie das, die Replacements verloren. Okay. Gut, haben wir das noch gemerkt. Wir könnten uns auch noch eine Einheit kaufen. Das ist jetzt die Frage, was wir bräuchten.
Wir könnten dich als einfach als Anti-Airgun mitnehmen vielleicht. Oder den 1B. Na komm, pack den einfach noch mit dazu. Das wird schon irgendwie schief gehen. Okay. Ich hoffe, wir sind bereit. Ich hoffe, das klappt. 10 Runden wird eng. Wird wahrscheinlich sehr eng. Och, guckt euch mal an, wie viele gegnerische Einheiten das hier sind. Also, wir haben hier ätzend zwei Artillerien, die sich gegenseitig beschützen. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen... Ich denke, den werden wir auf jeden Fall mal so bomben. Oh, shoot! Okay, das war eine absolute Katastrophe. Holy shit. Das war eine absolute Katastrophe. Warum habe ich das gemacht? Das ist ein, da ist ein Flugfeld direkt in der Nähe. Na gut, jetzt müssen wir committen. Jetzt müssen wir wohl oder übel committen. Also, du hast 8-1, 7-0. Na... Hätte besser laufen können, aber hätte auch schlechter laufen können. Von dem her passt schon. Okay, wir sehen verdammt viele Einheiten. Okay, das war schlecht. Ah, das. Wir müssen uns erstmal um diesen Haufen hier kümmern. Wie machen wir das am besten? Also ich denke, es macht Sinn, das Ding zu suppressen. Na, es hat fast geklappt. Weil dann können wir den angreifen. Der Mörser Karl. 6-2. Okay. Hier hat es wesentlich mehr Einheiten, als ich das vermutet habe. Vor allen Dingen auch die Flugabwehr ist mir ein ziemlicher Dorn im Auge, wenn ich ehrlich sein muss. Ich hoffe, wir kriegen das Ding suppressed. Minus 7, das reicht noch nicht ganz. Das reicht noch nicht ganz. Ah, so viele, das sind Anti-Tanker, ne? Teilweise ist es schwierig zu sehen, was eine Artillerie, was eine Anti-Tanker ist. Sie sehen sehr, sehr ähnlich aus. Okay, weißt du was? Mach mal das. Sehr gut. Dann würde ich sagen... Na, die Anti ist fast weg. Einer muss den hier bomben. Und den hier würde ich auch ganz gerne low haben. Ich denke mal, das sind die wichtigsten Targets. Der Typ hier muss weg, damit wir hier ordentlich unsere Leute beschützen können. Die Frage ist, wie machen wir das am besten? Wir haben noch den schlechten Gustav. Er kann auch was machen. Okay, wirklich was suppressed hat er nicht. Uch. 10-1. Wisst ihr was? Wie wär's mit einem Level-Bomber? Okay, das wäre eine 8-0. Ich denke, das passt. So, der ist schon mal weg. Das heißt, wir können jetzt hier... eine 7-0 auf den Panzer. Ohne weitere Suppression? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Wenn ich ehrlich sein muss. Aber ich denke, wir müssen... Wir müssen das nehmen.
Wenn der weg ist, ist viel gewonnen. Ich gehe mal hier hin. Ja, 7 Kill. KV2. Sehr nice. So, mit dir können wir jetzt hier da einen Schutz aufbauen. Du kommst nicht wirklich an was ran. Okay, ja, wir müssen auch hier erstmal. Ah, bei euch fehlt so ein bisschen die Range. Ich glaube, ich mache das nochmal. So, der ist weit unten auf 6. Das heißt, hier könnten wir eine 9 machen. Ich denke mal, wir nehmen erstmal diese 9. Kurz gucken. Unsuppressed Strength ist 4. Okay. Sollte passen. Das wäre nochmal eine 6-0. Wir sind vielleicht ein bisschen exponiert da. Nice. Surrender? Nice. Okay, eins weniger. So, das heißt, jetzt läuft das auf jeden Fall schon mal besser. Die erste Runde. Zum Glück haben wir hier echt viele Truppen. Ich würde den ganz gerne angreifen, aber dafür müssten wir zumindest einmal draufhauen. Oh, okay, das war nichts. Haben wir noch. Das wäre eine 5-0. Ich denke, das ist mir fast lieber. Okay, jetzt haben wir hier eine 11-0. Okay, der ist jetzt umzingelt, kann eigentlich nichts mehr machen. Wir haben keinen. Die Flugabwehr wird sich wieder hochheilen, bin ich mir relativ sicher. Stört uns aber, glaube ich, jetzt nicht so unglaublich stark. Ich meine, wir können sie jederzeit noch irgendwie mit schweren Gustav oder so ausschalten, wenn dies unser Herz begehrt. Das wäre eine 5-0. Haben wir noch einen Level-Bomber? Nein, wir haben alle verballert. Den am allerschlimmsten. Okay, weißt du was? Greif das da mal an. Eine Tragödie. Jetzt aber, wir würden immer noch einen verlieren. Meine Güte, müssen wir echt jeden einzelnen von diesen Scheißpanzern so pressen? Ein Replacement von dem ist teuer. Aber ich würde den Panzer ganz gerne weghaben. Wir müssen ein bisschen hinne machen. Okay, nein, hat gepasst. Was machen wir mit. Was machen wir mit dem hier? Wir müssen generell dann hier noch ein paar Leute hinbringen zum Schutz. Das wäre eine 9-1. Du könntest angreifen. Das wäre eine 6-2. Eine 7-2. Warum zur Hölle sind die so schlecht gegen die verdammten Anti-Tanks? Boah. Schrecklich. Ganz, ganz schrecklich. Wir könnten
dich hier reinbringen. Das ist aber wahrscheinlich ein bisschen zu gefährlich. Da, ich denke mal, Karl wird überleben. Warum zur Hölle? Warte mal. Was ist hier los? Er hat eine Initiative von 6. Okay, das ist unschön. Naja. Wir können ihn bomben, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich viel bringt. Ist immer noch eine 9-1. Ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass das nicht viel bringt. Ah, hier alleine auf... Ich denke, wir greifen nicht zu forsch an für den Moment. Ich mach das mal. Weil wir sind von eigentlich ganz gut geschützt. Bloß ich könnte den hier hinpacken. Echt? Du hast Nummer 1 zurückgeschlagen? Bastard. Will ich das machen? Wir haben auch noch den richtigen schweren Gustav. Haben wir sonst noch irgendwelche Artillerien, die jetzt nicht geschossen haben? Der ist ein bisschen exponiert hier, aber nicht zu stark, weil er hat nur eine Stärke. Das Ding hier ist vielleicht ein... Könnte noch ein bisschen ein Problem werden. Ich pack mal dich dahin. Warte, und dann... Dich da. Gute Sache. Okay, will ich ihn hier hinten hin zurücktreiben? Er hat erst komplett suppressed. Ich denke, wir machen zuerst das hier. Und dann würde ich fast sagen... Oh, du hättest dann eine 8-0. Kommst du an den? Du kommst auch an den da ran. Okay. Weißt du was? Dann nimm die 8-0. Hier durch in die Mitte kommen wir immer noch nicht. Dann würde ich sagen... Wir könnten auch den nochmal angreifen und ihn tatsächlich wegmachen. Der könnte hier hingehen und unsere Artillerie angreifen. Die Artillerie wird allerdings von der anderen Artillerie beschützt. Von dem her, ich mache mir da jetzt nicht so super Sorgen. Ist jetzt die Frage. Wen wollen wir weghaben? Den? Oder den? Ich glaube, ich greife den an. Weil dann kommen wir unter Umständen. Warum zur Hölle hast du eine 3-1? Ach, das ist nur 3 suppressed. Verstehe. Da sind alle suppressed. Okay, das Ding ist... rausgegangen. Ist das eine Gelegenheit für uns, irgendwas zu tun? Wir könnten hier reingehen. Oder wir... Ich getraue mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich da hinten hinzugehen. Du hast 3 Vision. Das ist auch nicht schlecht. Pack dich mal auf den Hügel. Okay, da ist keiner drin. Problem ist, wenn ich hier reingehe, habe ich keine... Doch, ich habe Artillerieunterstützung. Okay. Okay, du kannst auch hier rein. Machen wir doch. Ich
denke mal, hier wird er dann in der nächsten Runde Neues kaufen. Weg mit dir. Okay, du kannst leider nicht mehr ziehen. Ich lasse dich da. Ihr seid soweit eigentlich auch alle ganz gut aufgestellt. Jetzt müssen wir unsere Fighter... Oh, dich haben wir noch. Naja, du kannst aber nicht mehr wirklich was Gutes tun. Hilf hier unten mit. Wir müssen unsere Fighter so platzieren, dass sie... Also hier ist schon mal ganz gut, die sind beschützt. Dass unsere Artillerien auch geschützt sind. Das hier ist, die sind auch alle geschützt. Ich denke, ich bringe einen eventuell hier hin. Ne, hier ist besser. Bring dich dahin. Dann bringe ich... dich dahin. Und dich hierhin. Dann hier hinten sollten sie eigentlich keine Vision haben, genauso wenig wie da. Müsste es soweit eigentlich okay sein. Es könnte von hier unten einer kommen. Und hier angreifen. Aber wir haben, die Artillerien beschützen sich gegenseitig so ein bisschen. Ich denke, das Risiko müssen wir jetzt halt einfach eingehen. Okay, dass der angegriffen wird, das habe ich befürchtet. Okay, sonst nicht wirklich was. Marder 2D. Werden wir dann nach der Mission schauen, ob wir den... upgraden möchten. Aber, mein Lieben, für den Moment würde ich sagen, machen wir einen Break. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut. Euer Northgate.